Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play. GTA 5 Mod-Vorstellung. Und ja, heute haben wir die dritte der Mods, die ihr schon gesehen habt. Und die auch in der letzten Folge habe ich auch schon wieder angesprochen. Also ich habe ja von diesen drei Mods gesprochen, die ich vorstelle. Das war genial. Ja, jedenfalls, heute kommen wir zu dritt, nachdem wir die Sirene und das Blaulicht hatten, kommen wir jetzt zu einer kleinen Funktion, die eigentlich relativ aufdringlich ist, aber vielleicht sieht man sie nicht, wenn man es nicht, wenn man nicht drauf achtet. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir das Bremsen. Die neuen, wie heißt die? Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, Coronas. Also neuen Corona-Blenden, oder ich habe echt keine Ahnung, im Deutschen heißen. Und hier sehen wir sie auch auf den Scheinwerfern, also dieser Überblendeffekt, diese Blendeffekte. Diesen neuen sehen wir auch bei der Sirene, beim Blaulicht. Und das Coole ist, es verändert auch. Also es ist super, wenn man so LSPDFR spielt, da wirkt es perfekt. Player, wenn man mal Wanted Up. Nehmen wir uns mein Heli. Da oben sehen wir gleich. Sein Licht wurde auch geändert. Also das Heli, das Licht des Helis wurde geändert. Wartet. Oh, ich sollte vielleicht God Mode reinmachen. Invincible. So. Komm, jetzt beleuchtet uns. Da. Boah, das sieht ganz cool aus. Hier, wir sind einerseits sehr viel geblendeter. Das Licht ist ein bisschen blauer und hier. Am Boden sieht es auch viel, viel cooler aus. Komm, da ist wieder. Wow, Piatino. So, auf jeden Fall. Ist eine ganz coole Mod. Sie fügt einfach immer viel mehr Stimmung zu, vor allem wenn man bei Nacht fährt, wie wir es hier gerade tun. Ich kann es auch mal bei Tag zeigen. Warte kurz. Time, machen wir mal Backward. Oh Gott, sie reden allerdings. Hier sieht man es, hier ist es schwächer natürlich. Gott, da, Undercover-Einheiten. Und ja, auf jeden Fall, ist es ziemlich cool, mir gefällt die Mod sehr. Ja, darum geht es natürlich, ey, wie immer unten in der Beschreibung. Ich habe immer noch ganz viele Mods zum Vorstellen, die auch schon installiert sind. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ich bedanke mich zu schon. Haut's keiner sein. Tschüss. Oh. Bis zum nächsten Mal. Überschlagen sich beide. Euer PCG.